Servus Leute, zurück zu The Elder Scrolls Legends. Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der ein ganz neuer Modus erschienen ist. Das Armenhandgemenge oder Pauper Gauntlet auf Englisch. Das Pauper-Format ist ein berühmtes in Magic the Gathering eingeführtes Format, das einfach mal was anderes ist, wo nahezu jeder mitmachen kann. Ob Veteran oder schon oder gerade begonnen, weil die Bedingung in Pauper ist, man darf nur Decks nutzen, die Common-Karten sind. Also nur die billigsten Karten dürfen verwendet werden. Keine Rares, keine Ultimate, keine Legendaries, keine was auch immer. Nur ganz normale Common-Karten. Und ja. Und jetzt versuchen wir uns einfach mal selbst in diesen Pauper-Vermord. Im Gauntlet. Und versuchen, unsere Gegner zu bekämpfen. Finde heraus, wie gut dein Lieblingsarmen-Deck nur aus häufigen Karten wirklich ist. Sie spielen so lange, bis du 7 Siege oder 3 Niederlagen eingefahren hast und nimm dann einen Preis entgegen. Die ersten 4 Läufe gehen in deine besten Listenbewertung mit ein und die besten 2000 Spieler erhalten zusätzliche Preise. Hervorragend! Und das versuchen wir doch einfach. So, ich habe mich vorbereitet. Wir probieren erstmal einen Mönch. Schauen wir uns mal schnell an. Hervorragend, schöne mit Wörtern und so arbeiten wir. Hier Ruf der Tapferkeit sowie Lebenskraft entziehen. Wortmauer mit Graubart-Mentor machen wir das alles groß, die großen Wörter. Ansonsten hier die Creme de la Creme der Kreaturen ist auch vorhanden. Wenige Prophezeiungen und sonst, ja, das ist schon mal ein bisschen Qualität, würde ich sagen. Also, probieren wir mit Pauper-Mönch. Belohnungen. Was gibt es hier? Ey, 7 Siege gibt 150 Gold, also gibt unser Geld zurück. Und zusätzlich 3 Packs und zusätzlich 100. Ab wann haben wir denn... Ah, schaut mal, besten längsten... Hier, die ganz oben kriegen Heroes of Skyrim Premium Legendenpakete. Die besten 100 kriegen Legendenpakete und hier unter den Top 2000, die kriegen schon mal Packs zusätzlich. Ab wann hätten wir denn ungefähr den Preis wieder raus? 3 Siege. 3 Siege haben wir schon mehr. Also zwischen 2 und 3 Siege, dann haben wir mehr als den Eintritt raus. Schön. Okay. Schauen wir mal die Bestenliste an. Was ist denn hier so? Höchste Ränge, ja, schön und gut, aber... kann ich da auch... Mich kann ich noch nicht sehen, weil ich da noch nicht vorhanden bin. Na gut, dann legen wir los. In unserem Gauntlet. Suchen wir einen Gegner. Gegen den Propheten. Oh, der spielt was Ähnliches anscheinend. Aha. Ich brauche mein Early Game. Da ist kein Early Game dabei und auch kein Nichts, was ich mit der Wortmauer kombinieren kann. Nicht gut. Nicht gut, sage ich euch. Fängt nicht gut an. Der Freund hat schon mehr auf der Hand behalten. Rechte Prophezeiung. Ich habe auch keinen Drachen auf der Hand. Ah, er nutzt Pilfer. Die Pilfer Mechanics. Ist da jemand? Leider keinen Drachen. Das ist ärgerlich. Aber ich werde so einen bösen Khajiit los. Auch wenn die Musik geil ist, ist ein bisschen zu laut. Gone. Nicht gut. Nicht ganz. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Überhaupt nicht gut im Moment. Ich bräuchte dich jetzt oder was anderes. Ein Name genügt.
Ja, den da links muss ich ja loswerden irgendwie. Kajit hat genug. Holy moly, und das Snowballte. Bloß weil ich nichts ziehe, womit ich reagieren kann. Das bringt mir halt alles nicht sehr viel. Seht in den Himmel! Tja, dann wird's halt nur als Taunt gespielt. Seht in den Himmel. Das Chaos. Kajit hat genug. Sehr schön. Ist da jemand? Das war wichtig, die Prophezeiung. Aber ich habe keinen Bonus von den Prophezeiungen. Die Synergie fehlt absolut. Niemand gerade. Darf unseren Tempel beschmutzen. Das ist mir egal. Segne uns, Kühne. Mögen wir dir mit jedem Wort dienen. Ist nichts Persönliches. Ausgeführter Auftrag. Zurück, sag ich. Sehr schön. Ja. Segne uns, Kühne. Mögen wir dir mit jedem Wort dienen. Schön. Schauen wir mal, was mein Gegner jetzt hat. Ich kann jetzt im nächsten Zug sogar was machen. Und endlich diesen Kajit loswerden. Endlich mal ein Wort. Ein Ruf, aber zu spät. Die Wortmaus weg. Brauche ich vielleicht gar nicht. Für die Kriegerfrau! Für die Kriegerfrau! Ist nichts Persönliches! Schön! So. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hoffentlich mal eine Chance, was zu machen. Was zu reißen. So, hat er einen, Kill? Hum! Führt mich in den Kampf! Schön! Hum! Den konnte er nicht abziehen. Ist nichts Persönliches. Alles klar. Na gut. Er hat einen Ruf gespielt. Ich habe auch einen Ruf, aber das Problem ist noch. Ah, der hat auch einen Schnitter. Ja, ich habe auch einen Schnitter. Wir saufen gerade. Ausgezeichnet. Ja. Ich könnte ja jetzt einiges machen. Vermutlich macht es Sinn. Macht es Sinn? Ist die Frage. Ah, es macht Sinn, eine Karte zu ziehen. Was haben wir denn hier? Ah, ein Drache. Mit Wächter. Ja. Das ist gut, würde ich sagen. Auftrag ausgeführt.
meine Freunde. Führt mich in den Kampf. Gut. Ich will jetzt ihm keine Karten gönnen, keine Prophezeiungen und sowas. Das kontrollieren wir jetzt erstmal ein bisschen. Dafür perfekte Karte. Der Speer. Wobei, ist der Speer notwendig? Nö, ja, ist notwendig, leider. Wir saufen gerade! Na gut. Ah, es prophezeit was. Es wird uns was prophezeit. Okay. Er will das nicht spielen. Er will... Ah, das könnte so ein 3-3er sein. 3-3 Taunt. Seht zu! Oh ja. Den hätte ich jetzt auch gerne. Oder den hätte ich früher gerne gehabt. Das war stark. Viel zu einfach. Das hingegen, ja. Gibt Schlimmeres, nicht wahr? Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. So, der da rechts hat keine Chance. Aber das war böse. Der Spruch war böse. Richtig böse. -2/-2 auf alle. Gut. Oh. Der wird mich angreifen. Er wird mich angreifen und dann... triggert was. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen! Nja. Oh, der Sensen-Tiger. Gute Karte. Aber jetzt schauen wir erstmal, was da Wunderbares rauskommt aus dem. Okay. Eine gegnerische Kreatur entfernen. Weg mit dir. Warte auf Befehle. Okay, easy. Was haben wir denn hier? Ich sollte mal zuschlagen. Und das triggert irgendwas. Wieder mal, der hat viele Prophezeiungen, wie es scheint. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen! Ah ja. Ihre Blasphemie wird ein Ende haben! Das ist okay. Der hat auf jeden Fall viel zu einfach. Ähnliches Deck zu meinem. Ich weiß gar nicht, ob ich Khajiit drin habe. Ey, das ist natürlich... Ja, das war schlecht. Für ihn. Gut. Meine Schuppen sind wieder... Die Blasphemie wird ein Ende haben! Schön. Schön. Sehr schön.
Und im nächsten Zug kann ich zerstören. Ich hätte... Okay, hinrichten, eine tote Karte. Das war auch nichts Besonderes. Führt mich in den 2-3-3 ist jetzt auch nicht gerade weltbewegend. Okay, müsste gewonnen sein. Vorher gibt es noch eine Prophezeiung. Die bewirkt Folgendes, nämlich... Ein Name genügt. Alles klar. Schön. Weiter geht's. Das war der erste Sieg. Möge ein neuer, ein weiterer hinzukommen. Der Unsterbliche. Ah, der hat... Interessant, interessant. Ei, das ist schön. Die Wortmauer. Das ist wirklich nicht schlecht. Bam, 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 bam. Das Einzige, was mir fehlt, ist, ja, irgendwas danach. Ich bräuchte noch eine Wortmauer. Dann würde ich vernichten. Aber es geht so einfach nicht. Lausche meinen Worten, mein Freund. Lausche meinen Worten. Na gut, ich mache auch nichts. Das ist schlecht. Lila mag es, wenn man nichts tut. Na, ich habe nichts. Gerade geht einfach nichts anderes. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, der ist gerade besser geeignet. Hey! Heide Witzka! Dover. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen. Probieren wir einfach das Spielchen noch gut gemacht. Der spielt wahrscheinlich Controller oder sowas. Really gut. Also. Ihre Blasphemie wird ein Ende haben. Ein toller Kampf. Oh Mann. Gut, ich muss da gut Ressourcen opfern dafür, dass ich jetzt trotzdem keine Lösung habe. Egal. Auf einen Wiederherstellungsmagier kann keiner verzichten. Holy moly.
Control. Ich komme nicht an dem vorbei. Ich müsste einfach mal hier sein Board wipen, aber dazu bräuchte ich Unterstützung. Ich weiß nicht, viele spielen diese 3-3, aber ich bin echt kein Fan von der 5-Mana-3-3. Trotzdem, da sie viele spielen, wird sie schon einen Sinn haben. Die Prophezeiung macht sie jetzt auch nicht besser normalerweise. Sie überzeugt mich einfach nicht. Sie ist nicht stark genug. Sie brauchen einen Heiler. Och ja, der Gegner schläft halb zu der Zeit schon. Okay. Warum hinrichten? Ich hätte dasselbe gemacht. Verstehe. Gehen wir mal auf die andere Seite. So auf der linken rumspinnen. Sie brauchen einen Heiler. Bisher hat er noch keine Prophezeitenkarten gespielt, oder? Mir fällt auf jeden Fall gerade keine ein. Ah, das ist doch was Schönes. Seh zu! Gute Karte. Ein Name genügt. Wir konzentrieren uns einfach bloß auf die Seite. Und das triggert auch noch was. Vielleicht hätte ich erst angreifen sollen und dann spielen. Oh, gönnt er mir hier keinen weiteren Schrei. Ja, weg ist er. Einen zufälligen Schrei. Irgendeinen Schrei. Okay. Hey, dann hatte ich Glück mit dem. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen. Auf der rechten Seite struggelt er. Das ist gut. Das ist richtig gut. Greift dich dann? Auch gut. Gerade! Das ist nichts Persönliches! Auftrag erledigt! Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. So, was? Er will nicht zuschlagen. Er weiß, dass ich auch ein paar Prophezeiungen habe oder möchte mir keine Karten gönnen. Oder er wartet auf sowas. Jetzt greift er mich an. Wir haben aber auch recht. Psch.
So, eine Karte weniger. Endlich ist der Drache weg. Aber ich brauche mal Kreaturen. Geile Kreaturen, wenn's geht. Schmeckt mein Stahl. Ja, das kenne ich. Das ist eine böse Kombi. Ist nichts Persönliches. Hitten wir gleich mal. Machen wir auch weg. Und dann spielen wir auf der Seite den... Ei, vielleicht will ich den gar nicht da auf der Seite spielen. Doch. Das Chaos soll euch holen. Auf der linken Seite die eine Kreatur, die reicht mir. Das ist mega. Ich brauche... Card Draw irgendwie. Wir sind jetzt im Late Game und ich habe eigentlich kein Late Game so richtig drinnen. Das ist mein Late Game, was ich gerade spiele. Ich bräuchte vom Gegner hier eine 12-12er, die er spielt und durchringt er Speer und so. Er spielt alles und dann... Ich brauche ein zweites Lebenskraft entziehen. Oder eine Wortmauer. Wortmauer wäre auch ziemlich wichtig. Kann alles spielen, was ich habe. Aber es wird mir nicht viel helfen. Was kann der? Jana, überlebt sie eine Karte. Wird nicht passieren. Das Gut. Chaos soll euch holen. Ja, komm. Ernsthaft? Habe ich das die ganze Zeit überlesen? Ich habe die ganze Zeit überlesen, dass ich das schon die ganze Zeit habe. Ach du Schande. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Mist. Ich konnte schon die ganze Zeit allen -2/-2 geben. Naja, dazu müsste aber jetzt erstmal wieder alles hier spielen. Wartet. Wenn man mit der Wortmauer ein Schrei upgradet, werden dann alle Schreie upgradet? Alle zukünftigen? Wenn all dein Anringsplan verbessert. Vielleicht. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen! Vielleicht ist das so. Sonst noch etwas? Du hast noch 7 Mana. Weise Wahl. Sonst hätte er überlebt, ehrlich gesagt. Das Chaos soll euch holen. Okay. Ich brauche einfach mal was Gutes jetzt im Moment. Ich brauche den einen Schrei. Schrei nach Sovngarde oder so. Ich brauche Minions. Eure schwerfälligen Schritte verraten euch. Den mache ich weg. Das ist kein Problem. Ja, spiel mehr. Spiel bitte mehr. Damit sich's richtig lohnt. Auf der anderen Seite muss er auch was spielen, das ist richtig. So langsam muss er mal was spielen. Auf einen Wiederherstellungsmagier kann keiner verzichten. Heile meine Kreatur. Heile. Nicht? Schade. Hätte es sein können.
Hat er noch ein Wort auf dem? Oh, das ist gut. Also. Danach! Es passiert etwas. Es passiert etwas. Aufpassen. Es passiert etwas. Spiel das direkt aus. Ja. Ja, es macht nichts. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Das Chaos soll euch holen. Schön. Komm, spiel was Großes. Wir warten darauf, was Großes zu sehen. Ich schiebe Wache. Nicht so groß. Aber ich weiß, worauf sein Deck basiert, ja. Auf der einen Tante, die da alle buffen kann. Mit 5 oder mehr Leben. Spiel's einfach aus. Was willst du schon groß machen? Was ist das für ein geile... Warum sieht der so aus? Ah, da ist doch was Großes. Das ist doch schön. Sie brauchen einen Heiler. Ein Name genügt. Das Chaos soll euch holen. Ja, die ausgeführten Aufträge sind super auf der Hand. Die bringen mir super viel jetzt. Die bringen mir absolut sehr viel. Hum! Führt mich in den Kampf. Einen. Ja. Ist nichts Persönliches. Das Chaos soll euch holen. Seht in den Himmel. Okay, 2 leben noch. Oh. Da ist er implodiert.